Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Wir spielen jetzt nochmal eine Runde mit der Tastatur, weil der Controller gerade Spacken hat und nicht so richtig funktioniert. Einen Moment mal kurz. So, was wollte ich ansprechen? Ja, also, ich werde jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge kommt, hat das Projekt, wenn es geklappt hat, angefangen. Nämlich das neue Far Cry 4 werden wir nämlich spielen. Vorausgesetzt, das funktioniert jetzt. Zu dem Zeitpunkt spielen wir es dann nämlich schon, wenn die Folge hier kommt. Und was wollte ich noch ansprechen? Ja, genau, ich weiß dadurch jetzt nämlich nicht, wie lange Landwirtschaftssimulator noch gehen wird. Ich denke mal, es werden tatsächlich dann nur 20 Folgen und dann lassen wir das Projekt Landwirtschaftssimulator, weil durch Far Cry 4, dann haben wir ja jetzt The Evil Within und wir haben Minecraft und drei Projekte. Ist genug, ich schaffe auch zeitlich überhaupt gar nicht mehr. Ich schaffe es wahrscheinlich eher weniger. Minecraft fällt ja jetzt schon viel aus. Deswegen werden wir das wahrscheinlich dann darauf beschränken und LS fliegt damit dann mit 20 Folgen raus. Deswegen nehme ich jetzt hier noch, jetzt gerade tatsächlich die letzten 7 Folgen auf am Stück. Das heißt, eine Stunde 45 Minuten spiele ich jetzt. Und damit ist LS dann zu Ende. Vielleicht wird es irgendwann nochmal wiederkommen, nur mit den Tutorials. Aber da bin ich mir auch noch unsicher, ob ich das machen werde. Ich werde es privat wahrscheinlich weiterspielen, aber halt nicht mehr mit Aufnahme. Einfach tatsächlich dann aus Zeitgründen, weil ich muss es halt rendern und alles in hochladen und das schaffe ich dann alles nicht. Und wenn ich mal Spaß dran habe, werde ich bestimmt mal eine Runde alleine so spielen, aber mehr auch nicht. Deswegen spielen wir jetzt noch eine Stunde 45 Minuten und dann ist auch gut. Ne, deswegen. Vielleicht mache ich auch erstmal nur eine Stunde und dann später nochmal die 45 Minuten auf. Das weiß ich noch nicht, ob ich zwischendurch eine kleine Pause mache oder nicht. Das ist noch nicht gesagt, deswegen, da muss ich auf jeden Fall überall dann noch gucken und dann passt das schon. Wir kriegen das schon irgendwie hin, das bisschen, naja, mal sehen. Lalalala. Oh, ich bin so blöd, das kann man kurz in Helfer so lange weitermachen und wir gehen mal kurz zum Flug und lassen den nochmal kurz ein Stück zurückfahren und jetzt nämlich weitermachen. So, der Gruber bleibt noch einen Augenblick stehen. Ja, der ist noch am Fahren, der ist noch am Fahren. Gott, der ist noch am Fahren. Ich lasse den Helfer nochmal schnell die Bahn zu Ende machen und dann. So, mache ich weiter. Ich klappe das Rohr auch wieder ein. So, und dann geht's weiter. Wir fahren ja jetzt wieder, ne? Nicht mehr der Helfer. Wir könnten ja theoretisch auch so fahren, aber ich finde das nicht so schön. Wir fahren lieber so. Ist ein bisschen toller. Leider kann man hier drin. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Ha gut, egal. Eigentlich wollte ich ja, dass man da, wie so auch immer, dann da unten das, was er erntet, ändern kann. Warum ich auch immer das wollte. Kann man natürlich viel mit schummeln, ne? Nee, damit kann man ja leider schummeln. Das will man ja nicht. Das stimmt ja auch wieder, weil schummeln ist ja immer so eine Sache, ne? Lügen haben ja immer ganz kurze Beine, wie man ja weiß. Haben sie echt, das geht so schnell manchmal, dann bist du ziemlich am Arsch. Deswegen ist das leider so. Naja, 84% sind im Drescher. Das heißt, wir müssen den gleich ausleeren. Das können wir natürlich machen, das ist ja gar kein Problem für uns. Nee, für uns crazy Typen ist das ja gar kein Problem. Na gut, eher für mich crazy Typ. Wieso auch immer ich das jetzt so sage, ich weiß es nicht, frag mich nicht, ich bin dafür zu unintelligent. Und ich rede schon wieder scheiße, wie immer. Tatsächlich.
So. Lalalala. Was soll ich bloß erzählen? Oh, wir sind schon bei 100%. Das habe ich ja gar nicht mehr gesehen. Ich habe ja gar nicht mehr darauf geachtet. Waren wir auf einmal schon bei 100%? Den hier, genau. Der hier ist gerade mal bei 37%. Das geht ja alles noch. Das ist ja noch okay. So, da bin ich. Kippen wir jetzt einfach mal mitten rein. In den Anhänger. Ne? Dam da 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 dam. Boah, Alter, jetzt ist er fertig. Ich wollte schon sagen, wann bist du denn fertig, Junge? Aber gut, habe ich gesagt, dass das so ist? Theoretisch ja. So. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will, aber gut. Aber gut, habe ich gesagt. Warte mal, wir machen jetzt gerade mal einen auf Helfer. Kennt man ja so von uns. Dann machen wir einen auf. Ja gut, der Flug braucht noch ein bisschen. Genau, dann machen wir einen auf Bonze und sagen mal P und sagen mal Pflüge. Der wird gleich verkauft und sagen jetzt mal hier, der hau doch gegens Mikro, du behindertes. Der hat jetzt 2,5 Meter, der hat schon 4,5 Meter. Ich würde sagen, wir kaufen eher den hier. Kostet natürlich wieder Geld. Aber hab ich gesagt, dass das Leben billig ist? Nee, ich glaube nicht. Ja, genau. Den will ich jetzt kaufen. Okay. Dann möchte ich jetzt zurück. Sobald der hier, wieso auch immer, der so behindert fährt. Nö, eigentlich fährt er richtig, aber gut, egal. Dann werde ich jetzt nämlich sagen... Und werde den mal ein Stück hier wegfahren und werde jetzt nämlich in diesen Träger steigen, V sagen, den jetzt einfach umdrehen lassen und den jetzt einfach hier das Feld komplett alleine zu Ende machen lassen. Der Flug fängt dann nämlich erst ab dem nächsten Feld wieder an. Das ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Ne? Deswegen, hier macht einfach H weiter, der Helfer. Wir fahren jetzt mit dem Flug schon mal zum... verkaufen, werden einen neuen Flug kaufen, ne, und mit dem neuen Flug werden wir das nächste Feld pflügen für uns. Ja, das werden wir tun. Tralalala. Ja, das werden wir jetzt tun. So. Nee, das will ich gar nicht. Jo, mega lag. Wieso auch immer gerade nur so wenig FPS da sind. Lass das. Ah, jetzt geht's wieder. So. Okay, jetzt haben wir noch 13.000. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Aber egal. Komm, man gönnt sich ja sonst ja eigentlich nichts, ne? Jetzt haben wir halt auch mal einen größeren Flug. Warum auch nicht? Gras müssten wir auch mal wieder ein bisschen machen. Das machen wir wieder, sobald die Felder da fertig sind. Dann, ah ja, wir wollen ein Grasfeld noch kaufen, ne? Bei den Silos da hinten, ne?
Ja, das stimmt, da habt ihr alle recht, aber egal. Ja, ich weiß, jeder wäre jetzt schon gefahren von euch, aber egal. Egal, 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 egal. So, da steht schon unser neuer Flug. Wir sagen Q. Und wir sagen hier hinstellen. Und dann sagen wir E. Und dann sagen wir RR. Und sagen verkaufen. Und dann nehmen wir uns den Träger und fahren wieder los. Ne? So, unser neuer schöner großer Flug ist da. Der ist echt größer, ne? Irgendwie. Irgendwie ist der echt viel größer. So. Okay. So, wieder mal über die Straße. Und jetzt müssen wir gleich wieder den ganzen Scheißweg hochfahren. Oh, Mensch, 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 Mensch. So. Okay. Es dauert jetzt zwar ein bisschen, bis wir oben sind, aber egal. Hab ich gesagt, dass das nicht lange dauert? Oh. Bisschen doof ist es ja schon, ne? Dass das hier so lange dauert, wenn man da, bis man da oben ist. Es kostet halt echt viel Zeit, ne? Fährst ja fast eine Minute hier hoch. Ich schlaf gleich. Ah, jetzt gib doch mal ein bisschen Hackengas. Oh Mensch, doch. Wie so eine Schnecke ist das. So, endlich hat er mal ein bisschen Gas gegeben. So, jetzt fahren wir links rum zu dem einen Feld. Und gleich wieder rechts rum. So, hier ist unser Feld. Fahren wir auch gleich wieder so. Rutschen wieder ein bisschen. So, X ausklappen. Einmal noch bitte drehen wieder mal den Flug. Wir wollen ja hier jetzt anfangen. So, wie geht's meinem Helfer? Der ist noch fleißig am Fahren, okay. V. Okay, auf jeden Fall, der schafft schon mal ein Stück mehr, der Flug. Ne? Der ist schon mal ein bisschen besser als der letzte. Na gut, ich lasse jetzt auch den Helfer damit sich rumquälen. Weil der ist echt richtig groß. Ja gut, der weiß aber, wie er mit dem Flug fahren soll, ne? Gut, da, ja, gut, das kann man, ja, gut, der weiß, wie man mit so einem Flug fahren soll. Das ist natürlich wieder ganz cool, dass der das wirklich so weiß, der Helfer. Was für ein Flug hat er hinten dran? Wie muss er damit fahren? Das war im alten LS, war das ja nicht so. Da hatten wir auch so eine riesen Saatmaschine. Und der Helfer wusste gar nicht, wie er damit fahren soll. Der ist einmal gegen Bäume und sowas gefahren, weil er ein doof ist. Der weiß das ja wenigstens. Das ist ja wieder ein intelligenter Fahrer. So.